Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command American Simple War, mehr Spieler gegen Dudeman. Und mal sehen, was passiert ist. Er hat ja letztens einfach Charleston erobert, das ist jetzt noch wieder zurückerobert, aber das hat ja trotzdem leider seiner Moral ein bisschen gut getan und die französische Mobilisierung nochmal runtergehauen. Er kriegt da Schiffe. Okay, die jetzt doch mal austeilen. Seh dich in den. Geht das U drin? Mist. Savannah. Hier jetzt alles ein. Und auch das hoch unangenehme war, dass eine Cherokee-Einheit sich mit aufgelöst hat. Als das gefallen ist, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass genau das nicht passiert. Jetzt noch düster aus und ja, hier sieht es auch aus. Ja, aber das tut es sowieso an sehr vielen Orten, um es so zu sagen. Okay. Nicht okay, was da wieder alles schief gegangen ist, aber ja. Ist verloren. Steht in die europäische. Ja, wir kriegen nur noch ein ganz bisschen rein von den Franzosen. In unserem Zug ist natürlich Winter. Wolltest du einfach mal aus Spaß betonen, dabei war das irgendwie klar, dass das Wetter mal wieder. Oh, das ist nicht überall Winter, aber. Ja, dich kriegen wir hier halt. Nicht Haus in der Stadt wird einer drin stehen. Das Schiff kann hier noch entkommen und das Akku tut auch mal so, als ob es noch entkommen könnte. Ein bisschen aus und stellt sich dann hier irgendwie schützend dazu. Ja, das bricht hier so langsam alles weg. Gehen wir auch mal auf diesen Ort. Ja, und blöd gesagt, du bist gerade in einem Ort, wo du noch einen Moment überlebst und hast keine Chance mehr. Also im Süden, naja. Die ganze Gegend hier ist aber jetzt auch nicht so wertvoll. Also versucht einfach das noch so ein bisschen hier, wo es geht, zusammenzuhalten. Konzentriert euch sonst auf die Hauptgegenden, wie sie zum Beispiel hier drüben definitiv ist. Wenn man hier in verschiedene Richtungen schauen. Ah, er hat seine Einheit von hier zurückgezogen. Hey, Glück habt, dass da noch nicht der Feindkontakt war, dann hast du einfach nur mal die Grenze wieder gesäubert. Und wir haben hier noch das eine Schiff, das herausfinden kann, dass da Feinde sind. Was wir natürlich auch so wussten. Das heißt, wir müssen hier uns jetzt zurückziehen in die Gegend und den, glaube ich, auch von der Seite lieber hier mit rüberbringen. Und die Einheiten hier sowieso, um hier austeilen zu können. Den Jacks noch da lassen, aber hier läuft er auch schon mit runter. Mal wissen, was da drüben so los ist. Haben wir in dem Wald da noch irgendwie Mindestzahlen? Der Brücke will. Oder du reitest mal dahin. Ich brauche ein bisschen Aufklärung, okay. Nichts Spannendes. Wäre schon schön, wenn der Reiter da weg wäre.
einem Lebenspunkt. Wir kommen da nicht lang, weil da ein anderes Schiff von ihm steht. Nicht wirklich zufriedenstellend. Aber so ist das halt. Manchmal, du gehst da noch da und du kannst hier noch austeilen. Und ziehst dich dann auch erstmal mit zurück und dann haltet ihr so irgendwie Defensivlinie und du bleibst noch in Jackson. Vielleicht halt eingekesselt. Gehst ein bisschen dahin und überlegen dich mal, sich jetzt aber da reinzustellen. Das muss hier drüben einfach nur irgendwie halten. So, hier drüben habe ich auch noch diese Division, die auch hier mit zur Sicherung hier unten eingesetzt werden kann und zur Not damit rüberläuft. Der Pionier arbeitet natürlich schon eine Weile nicht. Und Lee kriegt jetzt endlich mal das Korps unterstellt. So, die gute Nachricht am Infanteriekrieg 2, den wir letztes Mal erforscht haben, ist ja zumindest auch, dass die Abwehrwerte gegen Schiffe steigen bei den Infanterieeinheiten. Soll ich mir die Division auch um dieses Feld hier wieder decken? Machen wir sonst mal wieder fit, wirklich dahin zu gehen. Ihr müsst hier eure Positionen halten und hier unten ist ja noch nicht so viel los. Ich will denen ansonsten noch was geben. Ich glaube, du gehst doch erstmal hier oben mit ran in diese Position. Und ihr haltet zum Großteil einfach weiter. So, der Ranger ist so unfassbar nervig, weil man ihn einfach nicht kriegt. Der Reiter muss wirklich nach da oben hin und die Region eigentlich, ja, der vermeidet den Schaden. Na, immerhin, jetzt sind wir erstmal einen Moment los. Ihr müsst hier dringend wieder an die Frontlinien ran, die mal wieder von allen Ecken bedroht sind. Weil wir können den Winter nutzen hier für so einen netten kleinen Schlag. Du hast eh nur 0-0. Teilt hier ein bisschen aus, haltet die Gegend. Ähnliches gilt für dich und für euch da drüben auch. Dass uns das Gelände noch vor Einkesselungen schützt. Auch die haben das erobert und wir kommen da nicht ran, weil Winter ist. Unerfreuliches Timing vom Wetter. Ja, auch einem Chor gegenüber und hast ehrlich gesagt herzlich wenig Chancen gegen den. Hier gegenüber aber auch ein Fluss und alles. Sagen wir, machen dich fit. Ja, die Chor halten ihre Position. Kann sich mal ein bisschen umschauen. Da oben Hauptquartier. Eine Kavallerie-Division. Aber unsere Chor sind halt auch jetzt noch nicht sonderlich schnell. Vielleicht mal die nächste Stufe, wenn bloß weg ist. Und er hat sie schon. Er hat schon die nächste Chorstufe. Wenn, also wir sind ja auf Spionage und Aufklärung ein bisschen schon auf Stufe 2 mitgegangen. Selbst wenn da ein paar Prozente ist, unsere Forschung ist einfach viel langsamer in vielen Bereichen, habe ich den Eindruck. Wie gesagt, auch wenn man diesen Bonus schon mit einberechnet, das wird lustig. Ist die Stadt ein, aber ich weiß nicht, ob du dich da wirklich halten kannst. Geh zurück, dass er zumindest das nicht als Versorgungsbasis nutzen kann, braucht aber auch gar nicht, weil er eine Landverbindung hat. Das wird kompliziert. So, seine Landeinheiten versuchen sich da drüben entlang abzusetzen. Ich denke, wir sollten sie verfolgen. Wenigstens so ein bisschen. Sollten wir gefühlt auch schon woanders. So, das Fort kriegt ihr Upgrades, damit er das nicht in Zweifel einfach einnimmt. Schauen wir uns mal die Schiffe an.
Ach so, er stürmt. Wie immer, wenn man seine Schiffe jagt, stürmt es dummerweise vor der Küste. Hat sich hier inzwischen auch dran gewöhnt. Natürlich noch das Upgrade kriegen können, aber ich wollte eigentlich sehen, ob wir einen erwischen, was aber jetzt nicht der Fall ist. Wenn er erobert, wir bräuchten eigentlich jemanden da, damit er da nicht runterläuft. Hier aus, hier haben wir auch einen von unseren Schiffen verloren. Auf den Albumklett, aber den werden wir nicht vernichtet kriegen. Versenken wir mal die Fregatte. Bringt ja zumindest auch eine ganze Menge Moral. Und wir müssten uns dann hinter dem U-Boot versuchen, irgendwo wieder Deckung zu begeben. Wenn der aber noch angreifen soll, will, kann, käme er nicht sonderlich weit wieder in Deckung. Hier, dann gehen wir noch zwei weg. Zweite. Da, nee, ich glaube, du bleibst defensiv und unser U-Boot läuft hier mal wieder aus und ihr versteckt euch ein bisschen hinter dem U-Boot. Das hat ja schon einmal ganz gut geklappt, einen Ironclad so rauszunehmen. Vielleicht klappt es nochmal. So, was haben wir ansonsten? Ein Monitor. Und ganz viele Einheiten. Haben hier natürlich Probleme, aber ich möchte trotzdem gerne den Monitor dahin bringen. Wenn es mal nicht stürmt, können wir hier dann noch seine Kanonenboote vertreiben und erstmal wieder massig Geld einnehmen. Fast gehofft, da könnte einer so hin, ist aber nicht der Fall. Frag mich, hat er hier eigentlich jemanden oder? Naja, doch, ein Regiment. Das können wir aber so nicht bekämpfen. Um 1 gegen 1 nur so, da bräuchten wir noch ein, zwei Einheiten mehr. Besseres Wetter. Aber gut, die Frage, was machen wir mit Savannah? Wir müssen verhindern, dass er nach Guiten durchläuft. Den natürlich schicken. Können wir nicht. Ja. Eine Brigade über, die zufällig auf einer Bahn steht. Auch wirklich über ist. Natürlich die Richmond-Brigade benutzen und da eine Division reinbringen. Die Frage ist, wer dann danach langfristig in Petersburg steht. Bei Johnston müsste eigentlich sowieso zurück. Irgendwann. Gehst du da rein? So, du gehst erstmal nach Charleston und mittelfristig soll die Division da rein. Können das Haku und die Division eigentlich schon weg? Könnten ja zusammen versuchen oder in Teilen versuchen, demnächst Norfolk anzugehen. Und Johnston geht nach Petersburg. Ich meine, ihr schafft das hier drüben doch, oder? Ich schon, die werden jetzt auch nicht gesünder oder so. Wir haben nicht genügend Kommando hier oben für alle, was jetzt wieder etwas entspannter sein sollte. So, du Kampf bietet uns Verteidigungsbonus, vielleicht gehst du dann doch lieber zum Sumpf und um hier zu decken können wir uns ja noch Einheiten schicken lassen. Also die Lage ist weiter überaus kompliziert. Ihr könntet versuchen, Norfolk dann demnächst anzugehen. Was machen wir mit den Schiffen? Machen wir fit? Fett hat auch schon einiges abbekommen, der darf mal tanken. Die Frage hier so rumzustochen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Weil er da direkt seinen Hafen hat. Auch mal zurück und könntest noch das Upgrade kriegen und du bleibst hier erstmal in der Nähe. Okay, du verstandst dich da. Das ist da alles in Ordnung.
Und ihr haltet hier eure Position. Merz ist da fertig. Kann er hoffentlich noch direkt vor Richmond was bauen. Nur sicherheitshalber auch seitlich von Richmond, wenn die dann irgendwann halt auch hier entlang kommen. Und da wollen die wohl bald groß angreifen. Der Ranger ist vorläufig mal vertrieben. Das Problem ist da unten. Ach, wir können Little. Ach, wir können da platzieren. Ach so. Hätte jetzt irgendwie angenommen, das ginge nicht. Aber das entspannt hier die Situation natürlich. Also du läufst mal nach hinten und würdest eine Little Hawk-Armee. Hier, wir könnten eine platzieren. Kriegt ihr schon mal eine Division für den Anfang? Eine Division und zwei Core-Einheiten. Eure Luft wird auch immer dünner. Ich würde euch noch ein Core geben. Sollte reichen, um damit mal gute Gegenschläge starten zu können. Und euch drücke ich noch eine Division in die Hand. Könnte man vielleicht sogar mal über Offensive hier drüben nachdenken. Zumindest begrenzt. Und das andere Korps würde ich nach Richmond stellen. Hier hin. Dann habt ihr vier Stück. Er hat halt schon die nächste Core-Technologie. Das wird hart, weil unsere noch nicht mal in Sichtweite ist. Und wir brauchen Forschung. Endlich mal wieder. Beispiel die Produktionstech maximieren, aber auch die Führungsqualität mal durchhauen. Weil sonst wenn wir eine Forschungsrunde einlegen. Also Führung. Check Produktion maximieren. Check 271 Punkte. Läuft durch. Telegrafen wäre was, aber wir könnten auch vielleicht doch, wenn unsere Schiffe lang genug leben, hier noch rein investieren und hoffen, dass das zeitig durchkommt. Ja, Balance ist jetzt nicht so das Wahre. 20 Punkte ist jetzt nicht direkt was dabei. Wir könnten kaufen das U-Boot. Ach, warum nicht? Das eine ist ja schon ganz nett und hat immerhin geholfen, Ironclad zu versenken. Dann nehmen wir das andere auch noch mal. 30 Punkte. Also hier. Suchen euch Norfolk zu holen. Läuft auch alles. Den hatten wir bewegt. Dann mal überlegen. Falls hier doch mal was passiert, kriegst du auch deine Infanteriewaffen. An New Orleans. Achso, die haben. Die haben. Die hatten sie noch nicht. Aber da fehlt jetzt auch das Geld dafür. Ja, und es könnte doch wieder mehr Feindaktivität geben. Die paar Schiffe, die da sind, sollten wohl alle wenigstens topfit sein. Mal sehen, wie heftig die jetzt zurückschlagen. Wir haben auf der Liste noch einen Ironclad, der ist auch für hinten vorgesehen. Aber vielleicht zieht er ja auch Schiffe wieder hier rüber, wenn er auch merkt, dass seine Schiffe hier alle wieder mächtig Probleme haben. Und ich meine, den Hafen von Charleston freihalten ist auch ganz nett. Aber natürlich, falls er den Golf von Mexiko mit der Flotte zurückerobert, müssten wir in New Orleans doch auch nochmal ein, zwei Einheiten mehr platzieren. Und hoffen, dass hier der Sturm mal aufhört. Das ist echt lästig, wenn man die nicht versenken kann. Jetzt haben wir noch an der Produktion. Ja, hält sich in Grenzen. Hält sich in Grenzen. Dafür haben wir halt immerhin mal wieder Forschung. Jetzt ganz stark auf die Core-Organisation hoffen und ja, so ein paar der Berichte hat mehr Einheiten, mehr Schiffe, nicht auch mehr MPP, so die so ja 1100 betragen gegen 1700 von ihnen. Ja, selbst wenn die allermeisten Konvoirouten offen sind, der wohl die nächste Stufe der Industrie. Ja. Der Fighting Spirit, der ist auf 79, wir sind auf 91. Also das wird ein hartes Jahr 1863, weil inzwischen ist seine wirtschaftliche Überlegenheit sehr gut spürbar. Sehr, sehr gut spürbar und wir müssen einfach schauen, dass wir das überleben und ich sag mal, wir können alles verlieren, wenn es schlecht läuft.
Hauptsache Richmond hält. Deswegen sind hier auch 4 Core-Einheiten platziert. In der Hoffnung, dass die das schon hinkriegen und ein Pionier schaufelt hier Befestigung. Der Hoffnung, dass die da drin durchhalten. Jackson hat auch die Core, er hat den nicht. Weißt du brauchst die Artillerie nicht. Lebt der Kollege vielleicht? Bin ja auch schon so. Okay, es wird lustig. Ich glaube, wir können den Zug beenden und hoffen, dass nicht zu viel Unsinn passiert demnächst. Die kommen hier demnächst auch mal wieder an die Front. Routen, ja. Ach, endlich. Manchmal muss man nur lange genug meckern, bis hier mal was klappt. Das ist ein wichtiger Fortschritt, selbst wenn wir nicht die Kohle haben, die Core zu kaufen. Die kriegen halt einen Aktionspunkt mehr. Und das kann sehr entscheidend sein, um nach vorne zu gehen, anzugreifen und wieder wegzukommen. Gut, das soweit. Die meisten Routen ja noch frei. Ja, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Tutman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.